Und da bin ich wieder. Nur ganz dezent genervt. Oh, ich muss. Alle Trophies. Mach weg hier, wir will die Scheiße sehen. Erinnert mich nur daran, wen ich den Drohnen schreiben muss. Dass ich den nächsten Patch rausbringe. Vor allem ist es nicht mal ersichtlich, warum, ne? Wie senkt sich gerade der Boden? Ich flippe aus. Wie so eine Hebebühne geht der Boden hier gerade vor meinen Augen runter. Was gibt's denn jetzt? Yay, einer rein. Ein Siegel. Was? Drei Siegel? Dabei liegt das gerade so gut. So gut. Tja. Das schöne Flüssige ist jetzt. Ich finde es auch ziemlich anmutig, wie sie die Blöcke dargestellt haben. Ne? Also, Vierecke. Das ist schon nice. Wo stehst du? Wo bist du? Ah, da. Ich glaube, ich hatte nicht tief genug gegraben für den Spielsound. Ja, manchmal ist das so.
Mann, du blöde Scheißvieh, spring da jetzt rauf. Dang, hier zwischen den...
Laufen Sie, Drache! Laufen Sie! Wie sind Sie überhaupt? Nicht weit weg von unserer Base. Jetzt schon wieder im Weg. Wieder so ein Krümel. Alter, was ist das für ein Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Mann, was hast du hier für Sorgen, Alter? Die steht auf einem Fleck, auf einmal fängt die an zu hüpfen. Ich bin ein Presslufthammer. Ja, aber echt. Da ist er wieder, unser Bohrhammer. Wer weiß, wo sie den Bohrer drin hat. Ja, das stimmt. Natürlich keine Axt dabei, ne? Natürlich nicht. Renovierungsarbeiten? Ein wenig. Ich könnte mir gleich eine Axt mitnehmen. Lass uns erstmal hoch jetzt. Ach, echt jetzt? Alter Falter. Jetzt habe ich hier gleich den Hängeschrank voll. Zwei Reihen. Mit Steine. Mit Stein? Okay. Ja, ist gut. Ich werde da noch nicht so schnell. Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Da haben wir noch genug Hängeschränke. Zum Not bauen wir uns noch welche. Ja, aber nimm mal ernsthaft. Zwei rein. Ich resette nochmal unser Zement. Ja, ich habe hier schon 2188 Beton und sind hier schon wieder drin. Ja, soll ich nochmal unser Stein resetten oder mit 1300 Zement, 6100 Stein? Ja, hau raus, immer weg. Wir brauchen noch so viel Beton. Was wollte ich denn jetzt hier? Ja, aber echt. Vielleicht hauen wir uns eine zweite Schmiede hin und dann können wir da auch nochmal Steine reinwerfen. Ist vielleicht nicht verkehrt, aber wenn dann im Bunker. Obwohl, das ist Blödsinn. Also eine Schmiede im Bunker? Hier liegen noch die Leichen von vorhin. Die habe ich nicht abgebaut. So, nichts los heute. Doch, Party bleibt aus.
quasi wie keine XXL Party. No. Bis jetzt ist hier Zapfenstreich. Sind schon alle pennen gegangen, spät, 22 Uhr. Wenn wir uns mal sowas halten würden. Tja, nicht mal im Wald ist gut munkeln. Dabei ist es schon dunkel. Zombies. Wo seid ihr? Ich hätte da noch ein paar Kugeln. Die wollen nicht mit uns spielen. Cool, mal ich drin was Interessantes. Hm. Reingekommen oder? Moin! Hallo? Hallo again! In so einem Falle singe ich dann immer Hello from the other side! Autsch! Oh, der war nicht schlecht. Aber ich red gleich. Ach so, okay. Ein Problem mit dem Headset. Aber wir haben schon eben mal kurz knacken hören. Also das Headset, ne? Ja, ja. Ja, oh, knackt wieder. Weiß nicht, ob das gewollt war. Du. Au. Wir brauchen echt mal wieder Benzin, Alter. Gleich die beiden Motorräder aufgetankt habe, dann haben wir hier oben nur noch 2374 in der Subway-Kiste. Die beiden fressen ja jetzt fast 2000. Die Hunde im Kellerbau jetzt, weiß. Ruckelt es schon wieder und hart. Zombies. Kommt spielen. Du, ich glaube, die haben sie alle verbraten. So 100, auch bei 140, ne? Siehst du denn so die Mega-Welle? Kommen so die restlichen Zombies von dieser Welt, alle vereint. Nieder mit der Mauer! Was? Nieder mit der Mauer! Was? Protestschilder in der Hand so. Nieder mit der Mauer? Ja. Kommen sie hier so anmarschiert. Nieder mit der Mauer! Nieder mit der Mauer! Mit der Banane kann man ja hier nicht machen, ne? Das muss man dann nicht freischalten. Ich wollte gerade sagen. Aber Alter, dann sind wir die Ossis. Ja, guck doch mal, wenn du es jetzt hier hinlegst,
Da ist Westen. Wenn die hier abbeißen, das ist, verhunzt ja die ganze, den ganzen Joe. Aber hören kann man die hier immer noch nicht. Mich? Oder Java? Ne, Java kann man noch nicht hören. Der Drache macht dann so einen ganz klassischen... Ja, nee, ist klar. Für das Beatboxen, Alter. Beatbox hören wir ja. Aber seine Stimme hören wir nicht. Nee. Check it out now. Ja, ich glaube, das... Es kann natürlich sein, da du ja auch The Crew spielst, dass du deine Mikrofoneinstellungen auf Ingame The Crew stehen hast, dann laberst du natürlich in The Crew anstatt in unserer Party. Dann würden wir das Mikrofon von ihm nicht knacken hören. Ja, oder er hat die Empfindlichkeit vom Mikro halt tatsächlich dann so niedrig, dass man seine Stimme gar nicht wahrnimmt. Und nur das Kloppen auf dem Mikro. Nee, ja, aber warum? Junge. Ja, auch nicht schlecht. Also man hört's knacken. Hört sich an, als ob du irgendwie einen Stecker irgendwie die ganze Zeit rein und raus steckst. Einfach mal den Mute-Knopf betätigen. Vielleicht klemmt der ja. Oh! Ah! Ich flippe ja aus. Er ist zu hören. Mahlzeit. Na, was gibt's? Es ist 19 Uhr. Und? Ich glaube nicht, dass da jemand auf Mittag ist. Warum? Weil ich Moin gesagt habe. Habe ich? Sachi, habe ich Mahlzeit gesagt? Nicht Moin Moin? Ich glaube Moin Moin. Ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Ich muss mal den Stream zurückspulen, aber das geht jetzt schlecht. Ich habe die Aufnahme warten. Oh, jetzt habe ich die Haustür aufgelassen. Dup, dup, dup. Ich kriege wieder von Sachi eins und sagt. Da, 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 da. So, da muss ich gleich unsere Garage weiterbauen. Ab wann ist denn der 7 Days to Die? Das ist erst ab 18, glaube ich, ne? Sachi? 18 oder 16? 16, 18? Ich denke 18. 18, ja. Scheiße. Jetzt sagt man nicht, davon geht die Bildung im Arsch. Naja. Aber wenn du ein Aufbauspiel willst, dann hol dir lieber Minecraft, das ist besser. Obwohl, weiß ich gar nicht, ich habe Minecraft noch nie gezockt. Nicht so wirklich. So, ich habe noch 2, 4... Ab 16. Ab 16? Echt jetzt?
USK 16 steht hier in der PSN-Store. Cool. Habe ich ja gestern gelogen mit Stocki zusammen. Irgendjemand hatte mich das schon mal gefragt. So. Ich glaube ab 18 wäre es, wenn man irgendwie Menschen hätte, die man Schaden zufügen könnte. Ach so, wie nennst du die Volldeppen da vorne? Das sind Untote. Das ist wie bei Doom, ja? Du gehst ja nicht auf Menschen los, sondern auf Dämonen. Und schon ist das Spiel genehmigt. Ja, es ist ja gar nicht so doof, ne? Ach, du willst hier den Wendekreis hinbasteln? Nee, ein Parkplatz. Okay. Aber dafür musste ich jetzt erstmal die Säule da wegnehmen, weil die hat nämlich arg gestört. So, jetzt brauche ich hier nämlich eine neue Säule. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch. Oh, wer hat... Ja, aber hörst du noch, guckst du noch unseren Stream? Ja, ne? Ja, wieso soll ich leise machen? Ja, mach mal bitte, ich höre mich doppelt, das kann ich auf dem Ton hier. Ich kann auch nicht nachempfinden, warum andere meine Stimme so gerne hören, aber ich höre sie nicht gerne. Nein, das irritiert halt einfach. Es gibt auch Rückkopplungen im Stream und das ist scheiße. Jetzt geh doch. So, setzt du den Scheißstein. Alter. So. Na. So. So wird ein Schuh draus. Klatsch. 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 Und was zockst du so jetzt hier aber? Gar nicht. Ich guck dir mal zu. Achso. Einfach mal nicht zocken. Hat auch was. Nein! So rum. So, das heißt, hier wollen wir jetzt erstmal eine Tür. Was dann findest du als gruselig? Ja, blühende Augen, die dann auf dich alle zurennen und dann ganz komische Geräusche machen. Nö, also machen die Geräusche? Ja, doch, es gibt eine Schreierin, die bellt ganz komisch, das ist echt nervig. Aber ansonsten. Also ich muss jetzt sagen, gruselig finde ich die nicht. Sehen ein bisschen aus wie einen schlecht gemalten Comic. Aber ansonsten. Aber muss ja sagen, ne? In deinem Alter, unseren Stream gucken, ist ja auch nicht so der Hit, ne? Ich freue mich über jeden Zuschauer, aber du bist jetzt. Was hast du? 12? Alter, Alter. Was sagt Mutti dazu? Na, das stimmt. Aber trotzdem. Naja. Ich
Wenn deine Eltern damit einverstanden sind, dass du sowas guckst. Ach nö, die sitzen unten. Ach nö, die sitzen unten. Also, so eine also. Abwarten und hoffen, dass niemand was bemerkt. So, jetzt muss ich hier noch eine Säule hinbasteln. Haha, passt nicht. Ich bin zu klein. Ganz hinter jetzt. So. Was machst du da unten? Das ist so eine Tiefgarage. Klingt komisch, ist aber so. Ne, wir haben auch, ich habe doch jetzt hier die Motorräder gebastelt. Und die müssen ja auch irgendwo parken. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir die da im Gang nicht so gut parken können, weil es ist ja scheiße, damit dann auch noch drehen zu müssen und sowas, baue ich mir hier so einen kleinen Vorhof, wo man mit den Motorrädern dann wenden kann und die abstellen kann und ja. In der Richtung halt. Das ist. Da wird man wieder aus so einem klitzekleinen Kleinigkeit, wir wollen Motorräder im Gang haben, ein Riesenbauprojekt. Ja, das ist. Ja, für die Playsee ist das. Vor 2 Wochen, Sachi? Sachi? Nicht mehr da. Also 2 Wochen, ja. Um und bei 2 Wochen. So, jetzt muss ich hier nur irgendwie noch einen Parkplatz hinkriegen. Also hier würden locker 2 Motorräder hinpassen. Aber wie mache ich die jetzt? Wendekreis? Oh, was? Wie groß ist denn der Wendekreis? Oh, es geht, du kannst mit dem Motorrad vor- und zurückfahren, also. Ist das nicht so dramatisch? Was ist das? Also, wie viele Blöcke? Was, das Motorrad? Hm. Ich glaube, maximal 2. Also lang, breit ist nicht mal ein Block, also ist ein Block breit. Ja. Wo habe ich denn jetzt die Scheißbalken?
Eine Nachricht geschrieben. Also im Stream. Im Stream? Bist weit gekommen, bist du? Ach, Justin, jo. Ja, ich baue gerade hier, wie du siehst, da hinten haben wir Motorräder. Eins von denen. Und jetzt baue ich hier vorne gerade die dazugehörige Tiefgarage. So, jetzt muss man gucken, ob ich diese Holzpfosten dazu verwenden kann, hier mal so einen Trennbalken hinzubauen. Jo, das sind halt kleine Mopeds nur, ne? Zack, zack. Jo, das haut hin. Das ist doch nice. Da passt hier ein Motorrad hin, da zwei. Das heißt, wir brauchen noch für ein einziges Motorrad. Erstmal Licht hier machen. Wo ist die Fackel? Da. Das sieht doch gut aus. Was glaubst du, wie lange machst du den Stream noch? Heute? Och du, doch keine Ahnung. Ich habe nie so Open-End-Zeiten. Ich mache aus, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin oder... Also ich bin noch ein bisschen länger dabei, sagen wir mal so. Ich denke mal, da wirst du schon im Bett liegen. Eine Arbeit? Ja, zurzeit Urlaub, kannst du sagen. Alter, noch mehr von der Decke weg hier. Und du? Ferien jetzt oder Schule? Oha. Das Blöde ist, ich hab eine Woche Ferien versaut, weil mir am ersten Tag zwei Backen drin gekriegt werden. Naja, solange die man noch ziehen kann, ist ganz gut. Bei mir mussten die operativ entfernt werden, die Weisheitszähne. Ja, genau. So stand ich da auch. Das ist jetzt auch mal ein bisschen knapp, oder? Ich hätte jetzt zwei Balken reinpacke. Anno! Das ist doch zum Kotzen, ist das? Soll ich den Balken wieder abreißen? Nur um den einen Meter. Okay, dann passt das hier aber auch wieder nicht. Wenn ich die nach da versetze. Können die Zähne auch drin bleiben? Also die Weisheitszähne? Ob die drinnen bleiben können? Echt, da fraß den Verkehrten. Also, wenn nichts mit denen ist, natürlich, dann werden die nicht rausgenommen. Eigentlich. Nur. Ja, warum? Warum sollten sie? Wenn Zähne gesund sind, werden sie nicht rausgenommen.
Also, immer schön fleißig putzen, ne? Ah, okay. Leider. Ja. Naja. Was ist das hier für ein Rot? Kommt weg jetzt hier. Kommt ab. Kommt ab. Ja, natürlich. Ist auch weg. So. Haben wir Ruhe hier. Noch da ein Parkplatz. Hier zwei Parkplätze. Und ein Parkplatz kommt jetzt hier drüben rein. Kann ja so schwierig sein. Okay. Hast du begrenztes? Oh, ist gar nicht verkehrt. Naja, ich war irgendwie ein bisschen schockiert. Also andere aus meiner Klasse, die haben hier immer ein Handy. Ja, nu. Aber den ganzen Tag nur vorm Netz sitzen? Klar, immer da. Das war klar, dass so eine Antwort kommen muss. Es gibt den doch dahin. Oh, also. Den dahin. Am besten 24 Stunden am Tag und aus. Klar. Dann würde man wahrscheinlich abkratzen. Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber bin ja auch nicht anders. Aber trotzdem. Als ich so alt war wie du, da habe ich noch draußen gespielt. Weiß ich überhaupt, wie das geht? Ja. Da sind wir durch Wald und Wiesen gehüpft. Da gab es PlayStation noch nicht. So. Buden haben wir gebaut, Schrottplätze unsicher gemacht. Tja. Ich kenne noch, ich kenne immer noch, ne? Also Bäume. Ich habe mal von meiner Frau die kleine Schwester, die ist auch so 14, 15, ne? Die habe ich mal gefragt, was steht da für ein Baum? Nur ein Baum halt. Oh. Ja, die ist klar. Die Antwort habe ich gewartet. Zack, das war das begrenzte Internet. Ja. Auch für den nicht verkehrt. Echt. So sind die Kinder wenigstens mal ein bisschen gezwungen, um was anderes zu machen. Das ist schon. Echt nicht. Ich hab von meinem Vater mal Zeiten gekriegt. Hier, hier, da darfst du eine Stunde zocken. Meine Nichte, die ist jetzt 2 Jahre alt. Ja. Und die kann mit dem iPad besser umgehen als ihre Eltern. Das ist schon hart, oder? Und das ist nicht mal übertrieben, ne? Ja gut, die wird auch ein bisschen behätschelt, ne? Also sie hat ein bisschen zu gut. Kaum war sie da, hatte sie schon alles gehabt und wusste nicht mal, was das ist, ne? Ach, so ein Kind. Ja. Das kenne ich. Aber sie sagt so, ich muss halt auch immer so erstmal alleine probieren, ne? Und ja. Wenn es dann nicht klappt, dann ruft sie um Hilfe, ne? Ja, das ist doch gut. Aber dann also dann auch nur entweder Mama oder Oma. Beim Alten weiß ich, der kann das eh nicht. Oh Mann. Nein, natürlich nicht. So, mit O und ohne A. Jetzt müssten hier theoretisch. Oh, jetzt können wir hier auch schon mal eins aufbauen.
Ach man. Zack. Jetzt fällt mal die ganzen Scheißteile los. Endlich. Rücksitzbank. Lenkrad. Was fehlt noch? Achso, Reifen. Brauchen wir auch noch. Fehlen nur noch die Körbchen. Die müssen wir uns noch mal organisieren. Ich habe da gerade 1000 Gallonen reingepackt, das ist erst bei 1/2. Sehr schön. Zweiten Motorroller. Entweder habe ich nichts mehr oder. Doch, habe ich noch. 900. So. Ich packe jetzt hier eine Kiste hin, ne? Da kommt dann das Benzin rein. Ja. Kann auch Ressourcen zwischenlagern. Wo bist du jetzt? Oben oder? Jo. Nee. Ich hab dich schon wieder nicht auf der Karte, Alter. Ich flippe aus, ey. Verschickt. So. Ja, so, der. Ablehnen und annehmen und jetzt. Ablehnen, annehmen. Kann nicht gehen. So, ich gucke jetzt mal, wie schnell ich mit dem Motorrad von A nach B bin. Oh, jetzt haben wir aufpassen, ne? Schauen Sie mal. Da müssen wir aber aufpassen. Dass man da nicht gegen Pfeiler fährt, ne? Und nebeneinander fahren ist auch nicht. Ich hätte gedacht, ich habe mehr Platz. Alter. Fahren ist nicht gut, oder wie? Doch, doch. Aber du kannst nicht nebeneinander herfahren. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Weil es sind ja nur zwei Blöcke. Ach, da vorne ist Ende. Aber gut, also wenden kann man gut. Fahren wir zurück. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich entgegenkommt oder so, weißt du? Oh, ich weiß gar nicht, kann man überhaupt gegeneinander fahren? Ich glaube, fährt man, entweder bleiben beide stehen. Oh,